Hallo beim Vortrag zum Proxmox Backup Server. Kurz zu mir, ich bin der Aaron, bin seit circa 17 Jahren in der IT, habe auch, wie ich zwischendurch ein bisschen Physik studiert habe, Bauhäuser weiter auch ein paar Jahre als EDV-Betreuer gearbeitet. Es ist durchaus schön, jetzt wieder mal in Graz zu sein. Ja, zur Firma selber, zur Proxmox Server Solutions GmbH. Wie uns gibt es seit 2005. Alle unsere Produkte, die wir anbieten, sind komplett Open Source. Das bedeutet, wir haben keine Unterscheidungen im Hinblick auf Features, die man bekommt oder nicht. Die Features sind immer alle verfügbar. Unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir Abos, Subscriptions verkaufen zum Enterprise Repository, wo die besser getesteten Updates drinnen sind. Oder wenn man es dann halt auch braucht, Zugang zu unserem Enterprise Support, wo man dann mit Leuten wie mir oder meinen Kollegen in Kontakt treten kann, um Fragen zu beantworten, um Probleme zu lösen. Was haben wir? Wir haben das Mail Gateway, ein Spam-Filtersystem und Regelsystem, das man vor seine E-Mail-Infrastruktur schalten kann. Wir haben den Proxmox Virtual Environment Server und, worüber wir heute am meisten reden, den Proxmox Backup Server. Kurze Frage in die Runde. Wer verwendet das Proxmox Virtual Environment? Wer hat das Messer? Okay. Wer hat einen Backup-Server schon irgendwo im Einsatz? Okay, gut. Irgendjemand, der das Mail-Gateway auch im Einsatz hat? Okay. Doch deutlich weniger. Ja, eben. Wir bieten Enterprise-Support an. Wir haben eine sehr aktive Community in unserem Forum, wo man sich auch austauschen kann. Aber eigentlich wollen wir ja über den Backup-Server reden. Kurz zur Ausgangslage. Wieso gibt es denn überhaupt? Da die meisten hier doch auch das Proxmox VE schon verwenden, werdet ihr sicher auch wissen, dass Backups schon integriert sind. Es gibt eine einfache Möglichkeit, Backups von seinen VMs und seinen Containern zu erstellen. Allerdings sind das dann immer so TAR- oder VMA-Archive, die da rausfallen bei einem Backup, die immer das gesamte Backup darstellen. Das heißt, man hat vielleicht auf seinem Backup-Storage entsprechend viel Speicherplatzverbrauch und wir müssen für die Backups immer die gesamte Festplatte unserer VM oder unseres Containers lesen. Daraus ist dann eben der Wunsch entstanden, dass wir die Backups gerne verbessern würden. Wir würden vor allem den Speicherplatzverbrauch der Backups gerne massiv reduzieren. Das heißt, wir haben Deduplikation mit dem Backup-Server. Das heißt, Daten, die doppelt vorkommen in mehreren Backups, werden nur einmal abgespeichert. Wir wollen auch so weit wie möglich Backup-Daten inkrementell senden können, also dass wir wirklich dann nur die Daten zum Backup-Server schicken müssen, die sich auch tatsächlich geändert haben. Und ja, grundsätzlich eben eine tiefe Integration mit dem Proxmox VE. Allerdings war das Ganze von Anfang an immer so geplant, dass wir den Backup-Server auch als eigenständiges Produkt weiterentwickeln wollen. Entsprechend ist der nicht nur auf das Proxmox VE zugeschnitten, sondern so universell geplant, dass wir auch in Zukunft andere Clients, andere Integrationen durchaus auch anbieten können. Kurz zu den Features. Wir werden ein paar davon dann noch ein bisschen mehr im Detail durchsprechen. Wie gesagt, wir können Backups dedupliziert abspeichern. Wir haben Replikation, das heißt, ich kann mehrere Backup-Server haben und die Daten, die darauf liegen, zwischen diesen Backup-Servern replizieren und somit eben auch meine Backups sehr einfach an andere Standorte hinbekommen. Wir können die Datenintegrität unserer Backups sicherstellen. Wir hashen alle unsere Daten mit SHA-256 und eben sollte die Checksumme nicht mehr mit den eigentlichen Daten zusammenpassen, können wir zumindest wissen, welche Backups betroffen sind. Wir können unsere Backups verschlüsseln von der Client-Seite. Zusätzlich zur Deduplizierung speichern wir die Backups auch noch komprimiert ab und verwenden dazu den Z-Standard-Komprimierungsalgorithmus. Wir haben Unterstützung für Bundle-Laufwerke und auch Changer, sollte das jemand brauchen, für Langzeitarchivierung. Wir haben ein sehr detailliertes Pruning, also wie Backups mit zunehmendem Alter ausgedünnt werden sollen. Es gibt da auch einen Simulator, in den Slides sollte der Link sein, wo man sich dann einstellen kann, mit welchem Backup-Schedule fahre ich, wie oft mache ich Backups und mit den dazugehörigen Pruning-Settings, wie sehr
werden die mit zunehmendem Alter ausgedünnt, dass man das im Vorhinein schon abschätzen kann, was man da am besten für seinen Fall einstellt. Wir können Backups auf Dateisystembasis erstellen, also dateibasierte Backups. Wir können aber auch ganze Block-Devices, ganze Festplatten wegsichern, ohne dass uns interessiert, was darauf eigentlich gespeichert ist. Wir haben auch ein detailliertes Rechte-Management, das wir anwenden können. Und wie von unseren anderen Produkten bekannt, haben wir auch wieder eine Web-GUI, die auf die API zugreift, die auch für alle anderen offen steht, wenn man eigene Tools darauf aufbauend entwickeln will. Und wir haben auch für die ganzen Dinge Command-Line-Interfaces. Nun, ein bisschen mehr zur Deduplizierung. Unsere Backups, wenn wir sie erstellen, stellen wir uns vor, wir wollen eine virtuelle Maschine wegsichern, wir lesen die Festplatte ein, wir teilen diese Festplatte in viele kleine Chunks. Wir nennen es Chunks bei uns. In diese vielen kleinen Teile erstellen die Checksumme dafür und speichern sie ab. Dadurch können wir eben, wenn wir jetzt viele Backups haben, die sehr ähnlich sind, ich habe zum Beispiel ein Backup, das nur etwas später erstellt wird, ich habe vielleicht sehr ähnliche Gäste in meinem Proxmox VE oder generell Backups, die sehr ähnlich sind, spare ich mir sehr viel Platz, weil diese Backups dann immer auf den gleichen Chunk zeigen. Und was wir auch haben, jedes Backup für sich ist ein vollständiges Backup. Ich habe keine Abhängigkeit zu Backups, die irgendwie davor erstellt worden sind. Auch wenn ich schnelle inkrementelle Backups mache, das daraus resultierende Backup ist für sich eigenständig, vollständig, referenziert die Chunks, die es braucht. Und eben mitunter gibt es viele Chunks, die von verschiedenen Backups referenziert werden. Wie wir hier zum Beispiel sehen können, wir stellen uns zwei Clients vor, zum Beispiel zwei virtuelle Maschinen, die auch mehrere Backups machen. Und je nachdem, wie sehr die virtuellen Maschinen sich unterscheiden von einem Backup zum nächsten oder eben auch zu anderen virtuellen Maschinen, können wir sehr große Überlappe schaffen in den verwendeten Chunks und dadurch den verwendeten Speicherplatz massivst reduzieren. Unsere Backups müssen irgendwo abgespeichert werden. Dafür haben wir im Backup-Server die sogenannten Data Stores. Das ist im Endeffekt nichts anderes als irgendwo ein Verzeichnis, auf das er Zugriff hat. Wir haben, wie wir hier sehen, ein Unterverzeichnis .chunks, in dem liegen die eigentlichen Chunks drinnen, die ganzen großen Daten, die wir wegsichern wollen. Und dann haben wir dazu, so, eben hier für Container, Host-Backups oder für VMs dann Unterordner, wo dann die eigentlichen Backups drinnen liegen mit den Metadaten zu diesem Backup. Wir können viele Datastores auf einem Backup-Server erstellen, wo ich dann verschiedene Rechte anlegen kann, mich mit den Sachen spielen kann, verschieden replizieren. Und das Wichtige dabei ist, wir sind dateisystemunabhängig. Die Deduplikation basiert auf Applikationsebene, die macht der Backup-Server. Wir verlassen uns da nicht auf irgendein Feature von einem Dateisystem. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass das Dateisystem A-Time oder RHEL A-Time unterstützt. Das heißt, grundsätzlich sollte man sehr flexibel sein, was man dafür verwenden will. Zur Verschlüsselung. Die passiert bei uns clientseitig, hat einen Vorteil, dass der Backup-Server die Daten selber nicht entschlüsseln kann, er kann unsere Nutzdaten nicht sehen. Das heißt, ich kann mir Infrastrukturen aufbauen, wo ich mitunter meine Backups irgendwo hinschiebe, auf einen Backup-Server, dem ich nicht hundertprozentig vertraue, weil er zum Beispiel in irgendeinem Rechenzentrum liegt, wo andere vielleicht auch physikalischen Zugriff haben, oder weil ich mir das Ganze zum Beispiel auch als Dienstleistung zukaufe. Zum Sync selber. Wir können zwischen verschiedenen Backup-Servern diese Data-Stores synchronisieren, replizieren. Das funktioniert im Moment auf Pull-Basis, wobei wir auch mit dem Gedanken spielen, das auch auf Push-Basis zu implementieren. Dadurch können wir verschiedene Standorte haben. Ich kann zum Beispiel irgendwo eine Außenstelle haben, wo ich einen kleineren Backup-Server hinstelle, der nur die letzten paar Backups vorhält, weil er nicht so viel Speicherplatz hat. Und dann werden die zum Beispiel zu meinem Haupt-Backup-Server synchronisiert und dort kann ich aber eben auch andere Aufbewahrungszeiten vorhalten. Das heißt, ich kann mir hier doch sehr ausgeklügelte und sehr angepasste Backup-Strategien aufbauen. Ja, wir haben neben der Proxmox VE-Integration auch einen Client für Linux im Moment, der ist Command-Line-basiert.
Wir können dadurch voll auf den Backup-Server zugreifen, können die Backups durchsuchen. Wir können zum Beispiel eben bei dateibasierten Backups in eine eigene kleine Shell gehen, das Backup uns anschauen und entscheiden, welche Dateien wir wiederherstellen wollen. Wir können Backups aber auch direkt mounten, das heißt, ein dateibasiertes Backup kann ich über ein Fuse-File-System mounten und mich dann ganz normal durcharbeiten und entscheiden, welche Dateien ich wieder woanders hinkopiert haben will. Und wenn ich ein blockbasiertes Backup habe, kann ich das auch mappen, dann habe ich ein Loop-Device und kann dann je nach Dateisystem, was sich darin befindet, weiter vorgehen, das mounten und auch so auf meine Backups wieder zugreifen. Offiziell gibt es im Moment ein Debian-basiertes Paket, das sollte auch unter Ubuntu funktionieren, und auch im Arch User Repository gibt es ein inoffizielles Paket. Etwas, was wir in Zukunft noch ausbauen wollen. Nun zum größten Teil der Integration mit Proxmox VE. Da ist jetzt die letzten Jahre eben am meisten Arbeit hineingeflossen, weil das ja die initiale Motivation war, dass wir den Backup-Server erstellen. Wir haben eben zwei Typen von Gästen, die wir mit Proxmox VE handhaben können. Wir können volle VMs haben oder nur Container. Die virtuellen Maschinen werden blockbasiert gespeichert. Das heißt, es ist uns ziemlich egal, was für Dateisysteme da drinnen laufen. Wir können die Backups machen. Und die Container sind dateibasiert gesichert. Virtuelle Maschinen können wir jetzt aber eben auch inkrementell sichern. Was das in unserem Fall bedeutet, ist, dass wir zwischen verschiedenen Backups mitprotokollieren, welche Bereiche der VM-Festplatte Schreiboperationen abbekommen haben. Wo wurde was geschrieben? Wir machen das über die Dirty Bitmap, die QEMU uns anbietet. Und das heißt eben, wenn ich schon ein Backup habe, ich fahre das nächste Backup, wir haben eine Dirty Bitmap, wo wir mitprotokolliert haben, wo geschrieben wurde, dann müssen wir eben nur diese Bereiche für das Backup wieder lesen. Für alle anderen Bereiche können wir wieder die Chunks referenzieren, die wir aus dem vorherigen Backup haben. Und je nachdem, wie viel unsere VM in der Zwischenzeit geschrieben hat, kann das dann halt massiv weniger Daten sein, die wir lesen müssen und wieder zum Backup-Server schicken müssen. Aber auch hier gilt eben wieder, das Backup, das daraus resultiert, ist ein vollwertig eigenständiges Backup, weil es eben die ganzen Chunks referenziert, die es braucht. Wir können auch einzelne Dateien wiederherstellen, ob das jetzt eben für Container-Backups ist, als auch für Backups von virtuellen Maschinen. Bei Datei-Wiederherstellung von virtuellen Maschinen starten wir eine sehr kleine VM im Hintergrund, die dann das Backup mountet, versucht herauszufinden, welche Partitionen gibt es, was für Dateisysteme sind drauf und uns das dann eben zur Verfügung stellt, damit wir dann einzelne Dateien aus diesem Backup wiederherstellen können. Wir können dann eben einzelne Dateien oder auch ganze Ordner aus unserem Backup herunterladen. Wir können auch in Kombination mit dem Backup-Server und Proxmox VE virtuelle Maschinen live wiederherstellen. Das bedeutet, sobald ich eben sage, ich will die virtuelle Maschine wiederherstellen, wird die virtuelle Maschine gestartet, sobald das Backup, der Wiederherstellungsprozess angefangen hat. Und während der Wiederherstellungsprozess läuft, starten wir die virtuelle Maschine, Leseoperationen auf Bereiche der Festplatte, die noch nicht wiederhergestellt wurden, werden an den Backup-Server umgeleitet und somit kann ich eben auch Dienste mitunter sehr schnell wiederherstellen und muss nicht warten, bis das ganze Backup fertig ist. Je nachdem, wie die ganze Infrastruktur, Proxmox VE-Server zum Backup-Server und die Storages ist, kann es vielleicht ein bisschen langsamer sein, aber ich kriege zumindest meine ganzen Dienste doch deutlich schneller wieder zum Laufen. Ja, die Integration der Verschlüsselung in Proxmox VE ist auch recht nett gelöst. Es gibt eine schöne GUI, wo wir unsere Verschlüsselung erstellen können. Oder wenn wir den Fall haben, dass wir uns von irgendeiner Katastrophe erholen wollen und wieder die Backups zurückspielen müssen, die Möglichkeit, den zuvor benutzten Schlüssel wieder hochzuladen, damit wir die Backups wieder entschlüsseln können, kann das Ganze als Textdatei abspeichern, kann es in den Passwortmanager geben. Wir können auch ein PDF generieren, wo das Ganze auch noch als QR-Code abgespeichert ist, einfach um so viele Möglichkeiten zu haben, diesen Schlüssel irgendwo so brandsicher, so ausfallsicher irgendwo abzulegen, um im Katastrophenfall eben
noch Zugriff darauf zu haben. Ja, welche Use Cases haben wir dafür, die wir uns so gedacht haben? Ich nehme an, viele werden mit noch ganz anderen Use Cases daherkommen. Der einfachste Fall wäre, ich setze den Backup-Server bei mir lokal im Netzwerk ein. Ich habe irgendwo meine Infrastruktur, meinen Proximus VE-Server oder andere Server, die ich sichern will, und sichere das direkt auf dem Backup-Server. Man kann das Ganze aber auch über das Internet schicken. Der Zugriff zum Backup-Server erfolgt nur über einen einzelnen Port, über eine HTTPS-Verbindung. Das heißt, sollte auch nicht so problematisch sein, das irgendwo anders anzubieten. Und ich kann auch hergehen und das Ganze untereinander synchronisieren lassen, replizieren lassen zwischen meinen Standorten. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Standort, wo ich noch meine Bandlaufwerke habe oder meine große Bandbibliothek, wo ich dann eben die ganzen Backups noch Langzeit archivieren kann. Ja, welche Voraussetzungen haben wir? Zum Server selber sollte eine halbwegs aktuelle CPU drinnen sein. Wenn sie AES oder Sharp-Hardware-Beschleunigung hat, hilft das massiv. Bisschen Speicherplatz und dann natürlich, was man als Backup-Storage und Speicherplatz für die Backups braucht, entsprechend auch den RAM. Das riesengroße Thema, was wir jetzt durch die letzten 1,5 Jahre, seit das Ding gibt, so mitbekommen haben, ist Storage. Das ist so der größte Einfluss, wie performant der Backup-Server dann in der Praxis ist. Was wir bedenken müssen, wir speichern unsere Backups in vielen kleinen Chunks ab. Das heißt, unsere Backups sind nicht eine große zusammenhängende Datei, sondern meine 5 Terabyte Backup einer VM sind, weiß nicht wie viel, 100.000 oder Millionen kleinere Dateien. Das heißt, wir haben viel Random I/O. Wir können auch parallele Zugriffe haben, denn wir potenziell mehrere Clients. Wenn ich einen Proxmox VE-Cluster habe und dort nur einen Backup-Job habe, startet der gleichzeitig auf allen Servern in meinem Cluster. Ich habe auch diverse Maintenance-Jobs, das Pruning, das Ausdünnen, Löschen alter Backups, die Garbage Collection, die kontrolliert, welche Chunks werden überhaupt von irgendwelchen Backups referenziert und wenn sie von keinem Backup referenziert werden, können wir sie wegwerfen. Und wir haben auch die Verified Jobs, die unsere ganzen Backup-Daten von vorne bis hinten wieder durchscannen, mit den Checksummen vergleichen, um sicherzustellen, dass unsere Backups auch noch die Backups sind, die wir haben wollen. Und was wir dann haben, ist eben sehr viel Random I/O und entsprechend sollten wir unser Storage aufbauen. Zusätzlich sollte jemand überlegen, moderne Bandlaufwerke verwenden zu wollen. LTO7 kann mit bis zu 300 Megabyte die Sekunde schreiben und ein LTO8 sogar mit 360 Megabyte die Sekunde. Das heißt, wenn man schon Bandlaufwerke hat, will man die doch so schnell wie möglich füllen können. Und zuletzt sollte man natürlich nicht vergessen, mit welcher Geschwindigkeit kann ich im Katastrophenfall oder im normalen Alltag, wenn es auch da einen Use Case regelmäßig gibt, meine Gäste, meine Backups wiederherstellen. Mit diesen Überlegungen, unsere Empfehlung, wenn irgendwie möglich, bitte SSDs. Werden und hoffentlich, wenn die ganze Chipkrise langsam aber sicher vorbei ist, auch wieder massiv billiger. Der Grund ist eben, dass sie einfach so viel schneller sind, wenn es um Random I/O geht. Lesen wie schreiben. Es ist auch unserer Erfahrung nach durchaus okay, wenn man QLC-SSDs verwendet, nach Möglichkeit eben Datacenter. Wir persönlich bei uns in der Firma haben gute Erfahrungen zum Beispiel mit den Micron Ion 5000 irgendwas gemacht. Liefern für uns mehr als ausreichend Performance zum okayen Preis. Wenn das allerdings nicht möglich ist, und ich weiß, manchmal geht es sich mit dem Budget einfach nicht aus, gibt es eine andere Variante, die wir empfehlen können, vorschlagen können, dass man das Storage dann auf einem ZFS-Pool aufbaut und dann dort sich ein bisschen überlegt, wie man das macht. Und im Idealfall hat man dann nicht nur ein großes VDEV, zum Beispiel irgendwo ein großes RAID Set 1, 2 oder 3, sondern teilt die in kleinere auf, denn je mehr VDEVs ich habe, desto mehr IOPS kann mein ZFS-Pool abfackeln. Und
Was man auch noch machen kann, ist, man kann das sogenannte Special VDEV, Special Device VDEV verwenden. Dazu braucht man Minimum 2 SSDs, die gespiegelt sein müssen. Wenn man mehr hat und mehr Redundanz haben kann, natürlich besser. Das Special Device wird von ZFS dann nämlich für die Metadaten verwendet und man kann die Datasets, auf denen man zum Beispiel seine Backup-Server-Datastores dann hinlegt, auch noch konfigurieren, dass kleine Dateien, ich glaube das maximale Limit ist 1 Megabyte, auch auf diesen SSDs landen. Somit haben wir dann zumindest einen Zugriff auf die ganzen Metadaten und mitunter auch auf kleinere Dateien deutlich schneller, weil dann nicht auf die langsamen rotierenden Festplatten zugegriffen werden muss. Bitte keine Wunder erwarten, denn gerade Backups erstellen, Backups lesen und Verify Jobs, also alle die Sachen, die wirklich auf die Backup-Daten zugreifen und die Replikation, wird ein bisschen flotter, aber eben, es ist kein Wundermittel. Was aber massiv von den Special Devices profitiert, sind die Maintenance-Jobs, die viel mit Metadaten zu tun haben. Das ist das Pruning und vor allem die Garbage Collection. Also wir haben durchaus ein paar Benchmarks gemacht, die Garbage Collection wurde um einen Faktor 10 schneller, weil sie primär nur Metadaten oder die kleinen der einzelnen Chunks und die Metadaten der Backups liest. Ja, dann noch eine Live-Demo. Ich habe hier einen Backup-Server. Ich hoffe, das ist groß genug, dass man es lesen kann. Wenn es für jemanden zu klein ist, gerne sagen. Wenn wir uns das hier anschauen, wir haben hier die GUI des Backup-Servers. Wir sehen hier kurz Daten zum Backup-Server, wie es ihm geht. Wir haben eine Übersicht unserer Data-Stores. Ich habe hier für die Demo hier nur einen konfiguriert. Wir sehen auch die ganzen Tasks, die so gelaufen sind, wie die längsten Tasks der letzten 30 Tage. Haben hier ein bisschen Netzwerkkonfiguration, Rechte-Management, User-Management. Man sieht auch hier, Entschuldigung, ja? Einmal größer, besser? Okay. Man sieht, ich habe jetzt hier noch ein paar User angelegt, um eben die Backups nur so zugreifen zu lassen, dass der User sie sieht. Haben für die WebGUI auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, hier das Rechte-Management und können auch externe Login-Realms einbinden, in dem Fall hier zum Beispiel ein OpenID-Connect-Server. Kann hier meine Remotes für die Replikation einrichten, von welchem Backup-Server will ich mir Backups her synchronisieren, das kann ich hier konfigurieren. Kann auch konfigurieren, dass zu gewissen Zeiten aus gewissen Netzwerken ein Bandbreitenlimit besteht. Kann praktisch sein, wenn man zum Beispiel irgendwo in einer Außenstelle einen Backup-Server stehen hat, wo tagsüber über die gleiche Leitung Leute das Internet verwenden wollen, aber in der Nacht die ganze Bandbreite durchaus für die Replikation zum Beispiel zur Verfügung steht. So, genau. Ja, Leute, die Proxmox VE verwenden, werden die Panels hier grundsätzlich kennen. Kann hier auch mein Storage ein bisschen verwalten. Und das Spannende ist dann, dass wir hier State Backup haben, kann ich leider nicht live vorführen. Und wir haben hier unsere Datastores, die Übersicht, eben diesen einen Datastore, den ich hier konfiguriert habe, habe eine Übersicht über etwaige Sync-Jobs oder Verified-Jobs. Und wenn wir nun uns den Datastore anschauen, sehen wir zuerst in der Summary, in der Übersicht, einmal auf welchem Pfad der Datastore liegt, wir sehen, wie viel Speicherplatz verbraucht wird, wie viele Gruppen und Backups zu den jeweiligen Typen wir haben, eben Container und VM aus dem Proxmox VE Server, Host sind die Backups, die wir zum Beispiel mit dem Linux-Client erstellen. Und wir haben hier eine schöne Zahl, die uns sagt, wie viel Speicherplatz wir gespart haben. Setzt sich sehr einfach zusammen, wir rechnen uns aus, wie viel ist die dupliziert, wie viel konnten wir Nullen sehr gut komprimieren, und rechnen uns eben einfach aus, wie viel Platz würden alle Backups, die wir haben, brauchen, wenn wir sie voll ausschreiben würden, zu wie viel Speicherplatz verbrauchen wir in unserem Datastore. Dass man ein bisschen eine Zahl hat, was man sich eben durch die Deduplizierung alles erspart. Hier haben wir eben die Übersicht zu den Backups. Wir sehen hier, ich habe ein Backup von einem Container,
kann das hier aufmachen. Das war das Backup. Das war am 20. vor 3 Tagen. Und sehe dann hier noch so ein bisschen die Metadaten, die dazugehören, zum Beispiel hier das Log. Und habe hier das Backup-Archiv. Ist auch das, das am meisten Platz braucht. Hier habe ich die Backups von einem Client, der auch Client heißt. Und hier 2 virtuelle Maschinen, die ich gesichert habe. Und auch hier sehen wir, dass wir hier zum Beispiel das Image-File für unsere Festplatte SCSI-0 haben mit 10 GB. Ich kann auch hier für dateibasierte Backups mir durchaus auch schon Daten wiederherstellen, kann hier zum Beispiel draufklicken, sehe die Daten, die in diesem Backup-Archiv drinnen sind, kann mir einzelne herunterladen, könnte aber auch ganze Ordner herunterladen. Nehmen wir vielleicht einen kleineren. Kann hier zum Beispiel den Downloads-Ordner runterladen, der in meinem Root-Verzeichnis ist und bekomme hier ein ZIP-File, in dem das Ganze drinnen ist. Ich kann dann eben auch einstellen, wie oft die Garbage Collection laufen soll, das Pruning, eben das Pruning löscht uns die Backups, wenn sie zu alt werden, wenn wir sie nicht mehr haben wollen. Die Garbage Collection schaut, welche Chunks sind überhaupt noch referenziert und löscht die, die nicht mehr gebraucht werden. Dann kann ich hier eben auch noch sehr detailliert konfigurieren, wie die Backups mit zunehmendem Alter ausgedünnt werden sollen. Sync-Jobs, Verified-Jobs, die ich konfigurieren kann und dann eben auch, welche Rechte ich haben will. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal im Command-Line-Client an. Ich habe hier ein sehr nacktes Debian am Laufen. Initial müssen wir mal definieren, zu welchem Backup-Server wir uns verbinden wollen. Wir haben dazu mehrere Möglichkeiten. Ich könnte das jedes Mal dem als Parameter mitgeben. Ich kann das Ganze aber auch in Umgebungsvariablen definieren. Und wenn wir hier schauen, haben wir einmal das PBS-Repository, wo ich meinen Usernamen mit dem Realm, der Adresse des Backup-Servers habe und dann noch mit welchem Datastore ich reden will. Habe das Passwort definiert, das ist eine Variante. Ich kann als Umgebungsvariable auch den Pfad zu einer Datei definieren oder aber auch einen Befehl definieren, der ausgeführt werden soll, der dann das Passwort zurückliefert. Und solange wir selbst signierte Zertifikate für unseren Backup-Server verwenden, müssen wir auch unseren Clients immer den Fingerprint dieses Zertifikats mitgeben. Den sehe ich, wenn ich wieder hier ins Dashboard gehe, haben wir hier ein Show Fingerprint. Ich kann das dann bei meinen Clients entsprechend konfigurieren. Da ich das alles in Umgebungsvariablen definiert habe, kann ich jetzt sehr einfach damit kommunizieren. Ich sehe eine Liste der Backups. Ich sehe nur die Backups, auf die ich Berechtigungen habe. Und in dem Fall sind das wirklich nur die Backups, die ich von hier aus erstellt habe. Ich kann jetzt mir da auch zu dieser Gruppe die einzelnen Snapshots, die Backups anzeigen lassen, ähnlich wie in der GUI. Ich kann mir eines dieser Backups schnappen und in der integrierten Shell zum Beispiel mir anschauen. So, nehmen wir das. Dieses Backup hier zum Beispiel. Ja, ich muss natürlich auch noch das Archiv hinzufügen, das ich mir anschauen will. Das wäre das etc pixar in dem Fall. Und habe jetzt hier eine interaktive Shell, wo ich die einzelnen Dateien in diesem Backup anschauen kann und auch wieder wiederherstellen kann. Oder die andere Variante ist eben, ich gehe her, mounte mir das Ganze als Fuse Mount. Das heißt, wir brauchen wieder unseren Snapshot. Wir brauchen das Archiv, nehmen wir wieder das etc-Verzeichnis und einen Pfad, wo ich es gemountet haben will. Wir sehen das auch, wenn wir kurz Mount aufrufen, dass wir hier einen Fuse-Mount haben. Und ich habe hier jetzt auch wieder mein Backup-Archiv und kann mit, ganz normal wie mit einem Dateisystem damit interagieren und meine Daten dorthin hin zurückstellen, wo ich sie haben will. Wir können sie natürlich auch wieder anmounten. Ja.
Jetzt. Backups kann ich auch recht einfach erstellen, indem wir einen Proxmox Backup Client Backup starten, konfigurieren, welche Archive wir haben wollen. Ich will zum Beispiel ein etc.pixar und dann definieren, welches Verzeichnis in dieses Archiv hineinwandern soll. Und ich lasse es erstmal bei dem. Und wir haben das Backup erstellt. Wir sehen, es hat sich seit den vorherigen Backups nicht wirklich was im etc.-Verzeichnis geändert. Es sind 0 Bytes gebackupt worden. Es ist inkrementell erstellt worden und die 1,5 Megabyte wurden wiederverwendet. Das heißt, wenn ich jetzt in den Datastore schaue, in den Inhalt beim Client, habe ich jetzt ein neues Backup hier. Ich kann eben auch hier wieder auf das Archiv dann zugreifen. Genau. Soweit dazu. Die spannenderen Sachen, und die, wo eben auch die letzten Jahre sehr viel Arbeit reingeflossen ist, ist die Integration in Proxmox VE. Ich habe hier einen sehr einfachen einzelnen Server. Wir haben hier einen Container, zwei virtuelle Maschinen, und wenn ich jetzt einen Backup-Server in Proxmox VE verwenden will, muss ich ihn zuerst einmal als Storage definieren. Das heißt, ich gehe unter Datacenter Storage und habe dann hier, wenn wir runterscrollen, den Backup-Server. So, und ich glaube, ich sollte hier auch einmal kurz größer machen. Kann das Storage hinzufügen. Ich habe es hier schon vordefiniert. Wir sehen, wir haben den Namen, den der Storage hat, die IP-Adresse, wie wir mit dem Backup-Server kommunizieren können, den User, in dem Fall habe ich hier jetzt sogar ein API-Token verwendet, den Fingerprint, und dann haben wir auch definiert, mit welchem Datastore wir reden wollen. Wir können dann hergehen, könnten hier auch wieder einstellen, wie die Backups ausgedünnt werden sollen, aber idealerweise konfigurieren wir das am Backup-Server oder vielleicht, wenn wir Backup-Jobs definieren, dort. Wir können jetzt, wenn wir unsere Backups verschlüsselt abspeichern wollen, habe ich bisher noch nicht gemacht, das heißt, wir können einen neuen Key erstellen, bekomme den Key einmal hier, kann ihn wegkopieren, kann ihn in meinen Passwortmanager kopieren, kann ihn eben in die Zwischenablage kopieren, um dann irgendwo weiter abzuspeichern, kann ihn als Datei runterladen und kann ihn mir auch ausdrucken. Das heißt, wir haben hier die Daten in Klartext und das Ganze nochmal als QR-Code, falls das dann im Fall, dass man es wieder irgendwo einspielen muss, das Ganze abtippen erleichtert. Ich kann das dann eben ausdrucken, irgendwo weit weg in einen Safe legen, um dann eben irgendwo den Schlüssel noch zu haben. Denn wenn meine Infrastruktur weg ist und ich den Schlüssel nicht irgendwo wiederherstellen kann, sind auch die Backups weg. Wenn wir dann hier reinschauen, in das Backup Storage sehen wir hier die Backups der VMs und des Containers. Wir sind nicht die Backups des Gasts, haben keine Berechtigungen dafür. Und wir sehen eben hier die gleiche Ansicht. Wir können dann Backups zum Beispiel wiederherstellen. Ich kann mir die Konfiguration der VM eben anschauen, wie man das von den anderen der integrierten Backup-Lösung eben auch kennt. Für Leute, die vielleicht noch nicht die ganz aktuelle Version von Proxmox VE installiert haben, wir können Backups jetzt auch protecten, also schützen, damit sie von dem automatischen Ausdünnen mit zunehmendem Alter ausgenommen werden. Das heißt, ich kann hier das Schild aktivieren, das heißt, sie werden nicht mehr automatisch gelöscht mit zunehmendem Alter und kann dann vielleicht auch noch eine Notiz dazugeben mit: Das Backup war wichtig, das wollen wir nicht so schnell löschen. So, schauen wir uns mal an, wie das ausschaut, wenn wir jetzt eine Maschine sichern. Ich gehe hierzu hierher. Wir sind die Backups zu der VM. Ich erstelle ein neues Backup auf dem Backup-Server. Und wir sehen hier, dass eine neue Dirty Bitmap erstellt wurde. Da die VM jetzt frisch gestartet ist vor der Präsentation, müssen wir die VM einmal von vorne bis hinten durchscannen, um sicherzustellen,
dass die Daten, die wir haben, auch wirklich die richtigen sind. Könnte ja sein, dass während die VM ausgeschaltet wurde, irgendjemand anderes auf das Disk-Image der VM zugegriffen hat und sie irgendwas verändert hat. Da können wir uns nicht darauf verlassen, dass das immer noch so war wie beim letzten Backup. Aber wenn ich jetzt das nächste Backup starte, sollte das sehr schnell sein, denn es hat sich in der Zwischenzeit nicht wirklich was getan in der VM, wurde nicht wirklich was geschrieben. Und das war's. Backup ist fertig. Denn wir sehen, wenn wir hier schauen, ich mache es vielleicht eine Spur größer, die Dirty Bitmap ist okay, das heißt, wir sind im Fast Incremental Mode und die Dirty Bitmap hat mitprotokolliert, dass in den Sekunden seit dem letzten Backup ganze 28 Megabyte der Festplatte irgendwie eine Schreiboperation gesehen haben. Und entsprechend müssen wir nur die scannen, lesen, zum Backup-Server schicken. Für das Restliche nehmen wir die Chunks, die wir aus den vorherigen Backups haben. Und das Letzte, das ich da noch zeigen will, ist die Live-Wiederherstellung, das Live-Restore. Dazu nehmen wir zum Beispiel hier unsere VM. Ich stoppe die jetzt mal hart. Ja, Backup. Wir haben hier ein Backup. Gut, bevor ich es vergesse, ich kann den einzelnen File Restore starten, braucht ein paar Augenblicke, bis die kleine VM im Hintergrund startet. Sehe hier alle Disk-Images, die wir haben. Wir haben eine EFI-Disk, wir haben eine Disk, die den TPM-Stage speichert. Und hier haben wir die größte Disk, die hat Partitionen. Ich sehe, wir haben vier, die größte wird wahrscheinlich die sein, die mich interessiert. Und ich sehe jetzt hier das Dateisystem von meinem Windows-Server, kann hergehen, einzelne Dateien wieder herunterladen oder ganze Ordner als ZIP-Datei herunterladen. So, jetzt zum Restore. Wir haben hier die Option des Live-Restores. Wir starten den mal an. Wir sehen hier unten in der Task-Log, der Restore startet und er arbeitet. Lassen wir mal laufen, schauen auf die Konsole unserer VM. Da soll es sich auch in ein paar Sekunden aktualisieren. Und das Ding startet jetzt und hoffentlich so schnell, dass wir den Login-Screen sehen, bevor hier der Restore fertig ist. Wir können da eben zuschauen, wie das Backup wiederhergestellt wird. Aber ja, grundsätzlich, das wäre es von mir. Das heißt, wenn wir Fragen haben, können wir, glaube ich, mit denen anfangen. Der soll im Hintergrund noch laufen. Ja? Du hast zuerst von dem besseren Komprimieren von Nullen bei ganzen Dateisystemen gesprochen. Ja? Okay, also die Frage ist, wie wir in, auf Client-Seite sicherstellen, dass wir so viele Nullen wie irgendwie möglich haben. Ich nehme an, du meinst das im Kontext von Proxmox VE, von irgendeiner virtuellen Maschine. Trimming, Discarding, wenn du sowas haben willst, schau bei deiner VM, wenn du die Festplatte hast, dass hier das Discard aktiv ist und du auch ein Storage drunter hast, dass das kann. Wenn dann nämlich deine VM eben ein Trim oder ein Discard-Command schickt, eben wie man sonst auch bei den SSDs kennt, wird das im Idealfall bis auf das darunterliegende Storage drunter durchgereicht und entsprechend ausgenullt am darunterliegenden Storage. Wenn du jetzt zum Beispiel ZFS drunter hast, im Thin Provisioning Mode, kannst du da auch wirklich schön sehen, wie beim ZFS List das Disk-Image mal mehr oder weniger Speicherplatz braucht, je nachdem wie das gut das dann funktioniert. Ja, der ist mittlerweile fertig. Der Restore dauert noch. Gibt es andere Fragen? Also, ja? Sind der Backup-Server installiert auf
Okay, also genau, wie sich der Backup-Server installieren lässt, ja, danke, habe ich nicht angesprochen. Grundsätzlich, wir empfehlen, dass man Bare Metal installiert, weil man dann auch die meisten Möglichkeiten hat, das Storage auch entsprechend anzupassen, damit man die Performance kriegt, die man sich erwartet. Grundsätzlich kann man auch in einer VM installieren, man kann ihn auch in einem Container installieren, wobei dann ein paar Sachen, gerade wenn es um so Statistiken wie es der Hardware geht, die natürlich nichts liefern werden. Aber ja, habe ich durchaus auch schon mal als Testumgebung nur in einem Container laufen gehabt. Aber ja, idealerweise eigene Hardware dafür. Ja? Okay. Ja, also Frage, wenn man sowas aufsetzt über die Web-GUI oder teilweise, dass man sich das vielleicht automatisiert mit Ansible oder anderem Config-Management-Zeug, kommt darauf an, wie oft du es machst. Also gerade beim Backup-Server wahrscheinlich wird man nicht so viele davon haben, aber ja, kann man natürlich machen, wenn es noch nicht irgendwo fertige Ansible-Roles gibt. Es gibt Command-Line-Tools für alles. Also alles, was irgendwie in der GUI ist und normalerweise eben auch mehr, kann man über die Command-Line-Tools machen und damit kannst du dann das Ganze eben auch automatisieren. Und wir haben unsere API, also wenn du die nicht kennst, schau dir die vielleicht auch mal an, denn alles, was wir in der GUI haben, ist über die API verfügbar. Da kannst du dann eben deine eigenen Skripte oder vielleicht auch eigene abgespeckte GUI machen, die, wenn du gerade irgendwie andere User hast, die nicht das Volle sehen sollen, kann man eben über die API auch kleinere eigene GUIs bauen. Ja? Okay, also welche Größe mit wie groß das Storage ist für einen Backup-Server? Ich habe schon Kunden gehabt, die irgendwie 70 Terabyte in ihrem Storage gehabt haben. Da war dann aber die Problematik, dass so ein Verify, wenn da 50 Terabyte schon drinnen liegen und das Storage nicht schnell genug ist, eine Woche dauert. Sollte man wahrscheinlich auch im Blick haben, aber vor allem, wenn man so groß ein Storage zusammenbaut, tendiert man dann doch sehr dazu, dass man Festplatten nimmt und dann vielleicht eben die 16 bis 20 Terabyte Festplatten und dann sind die normalerweise immer doch der deutliche Flaschenhals. Also eben deshalb, gerade beim Storage sollte man vielleicht nicht zu sehr sparen und sich das gut überlegen. Aber ja, da sind durchaus auch schon einige sehr große im Einsatz. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Disk-Image habe und ich würde das gerne irgendwo anders haben oder Dateien. Disk-Images geht recht einfach. Wenn ich hier mir ein Backup schnappe, haben wir hier das Image-File. Ich kann die Sachen runterladen, wenn sie nicht verschlüsselt sind, kleinzeitig. Und bekomme jetzt hier, wir sehen, er ladet es lang runter, ein Image-File. Das ist ein RAW-Image-File von der Festplatte der VM. Das geht. Wenn du das bei dateibasierten Backups haben willst, kriegst du hier das Pixar-Archiv, dann musst du dir noch den Backup-Client installieren, damit du das Archiv lesen kannst. Beziehungsweise es gibt auch noch andere Command-Line-Tools, wenn ich es richtig im Kopf habe, die direkt mit dem Pixar-Dateiarchiv umgehen können, damit du dann dort die einzelnen Daten rausziehen kannst. Ansonsten eben über die GUI, über die API oder die Command-Line-Tools. Ja? In die VMA? Nein, ist im Moment nicht möglich. Wird vielleicht mal kommen, dass wir da eine Konvertierung haben. Oder meistens eher in die andere Richtung, weil wir die Anfragen haben mit, ich habe da meine ganzen alten Backups, kann ich die in den Backup-Server mal einkippen? In die andere haben wir es bisher sehr wenig Nachfragen gehabt. Aber ja, die Ideen sind da, bis wann es wirklich kommen wird. Ich will nichts versprechen. Gut, ich glaube, zeitlich sind wir sehr gut, pünktlich fertig. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war spannend. Ich bin noch den ganzen Tag da. Wir haben unseren Stand mit unserem Partner ITS, wenn ich ganz kurz.
Genau, mit unserem Partner hier in der Steiermark, mit der ETS in der Imfeldgasse. Das ist, wenn man hier aus dem Gebäude rausgeht, linkerseits. Ich freue mich, noch ein paar Gesichter später zu sehen. Danke.